Ja, du musst wissen, dass vielleicht die Models auf Instagram nicht immer viel mit Realität zu tun haben. Also es heißt, dort werden ja Hilfsmittel eingesetzt, wie zum Beispiel Filter oder Photoshop, und die Fotos werden bearbeitet. Und eigentlich ist denn das, wo wir das Produkt, wo wir im Endeffekt dort sehen oder wo du dort siehst, hat genauso so viel mit Realität zu tun. Und darum ist es eigentlich fast nicht möglich, also ist es eigentlich gar nicht möglich, das zu erreichen, weil es ja gar nicht realistisch ist. Das Problem ist eben, wenn man das aber sich als Maßstab setzt, weil, ja, weil man so oft die Bilder sieht. Es ist eben so, wenn man etwas häufig sieht, dann wird das wie auch normal. Also es wird wie, ja, wie soll ich sagen, es wird wie realistischer. Also es wird wie unsere Erfahrung mit einbezogen. Und ja, in Wirklichkeit ist es aber nicht real. Und dort herrscht eine große Kluft eigentlich zwischen Realität und, ja, Illusion.